Hey, herzlich willkommen. Dritter Teil meiner kleinen Serie zum Thema Fußeffektgeräte. Heute, das ist so eigentlich so nach dem Delay, was für mich so das wichtigste Effektgerät überhaupt ist, und dem Verzerrer, den man auch einfach braucht. Das hat man, da redet man nicht drüber. Ist wie mit Geld. Modulationseffekte. Tatsächlich gehört das eigentlich zu dem ganzen Delay-Thema dazu, denn diese Effekte basieren auf einem Delay-Effekt. Ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, wenn ihr euch das Video noch nicht angesehen habt, dann könnt ihr das ja jetzt mal machen, dass man mit dem Delay auch den Sound etwas dick und schwebend machen kann. Und ich habe jetzt mal hier einen Kurs. Das ist jetzt ein digitaler, aber hey, ich kann da vielleicht noch mal was dazu sagen. Digitale und analoge Geräte. Analoge Geräte, das ist so eine Handvoll Elektrobausteine, so Transistoren, Kondensatoren, Widerstände kenne ich mich nicht aus mit. Das geht auf der einen Seite rein und dann wird das irgendwie umgefummelt und dann geht es auf der anderen Seite raus. Das ist analog. Und dann gibt es die Digitalgeräte. Digital heißt, das Signal, das der Klang von eurer Ukulele wird umgewandelt in 0 und 1, dann von einer Software verändert, von einem Algorithmus, und dann wieder zurückgewandelt in ein akustisches Signal. Das ist digital. Digital hat den Vorteil, dass man damit natürlich sehr, sehr viel mehr machen kann, indem man die Software erweitert. Das geht bei analog nicht so einfach. Weiterer Vorteil von digital ist, dass die eigentliche Klangmodulation, dass der Effekt selber nicht rauscht. Was aber, und das ist das Problem an digital, rauschen kann, sind die Wandler. Also das heißt, man muss ja das Signal erstmal in digital wandeln und dann zurück. Und auch die Qualität der Wandler ist sehr wichtig, denn wenn die nichts taugen, dann verliert euer Signal den Druck. Ja, gerade als ich noch so jung und picklig war und irgendwie so die ersten Digitaleffekte rauskamen, da hat man die so angeschlossen und dachte, so klingt die Uke normalerweise. Und jetzt schalte ich mal den Chorus dazu und ihr werdet merken, Der Chorus macht den Sound schick dick. Also das im Gegensatz zum Delay haben wir nicht so ein Nachdüdeln. Es macht einfach den Sound unglaublich breit und fett. In der Regel hat man nicht so wahnsinnig viele Optionen an so einem Chorus. Man kann die Delay-Zeit einstellen. Na, ich mach mal. Klingt jetzt nicht ganz so dick aufgetragen. Ist schon ein bisschen breiter. Und der hier, der ist jetzt so ganz krass. Ja, also wenn man das etwas dezenter haben möchte, finde ich eigentlich ganz gut so. Aber damit wir es deutlicher hören, stelle ich mal wieder auf Mitte. Dann haben wir den Speed. Ihr merkt, wenn ich das jetzt so klingen lasse, dann hört man so ein Wubbern. Das kann ich hier schneller machen. Und dann habe ich hier eine Depth, die die Höhe von diesem Wubbern einstellt. Wenn ich das jetzt auch mal auf Anschlag stelle. Das muss man mögen, ne? Aber kann ganz geil sein, oder wenn ich es eher dezent habe, dann stelle ich die Depth eher runter und die Geschwindigkeit ist so eigentlich egal. Also na, ohne mit ist ein bisschen fetter. So, dieser hat jetzt hier noch so einen Farbregler. Ist schon ein bisschen wärmer jetzt so. Okay, ich habe jetzt zum Beispiel noch dieses Ding hier gekriegt. Alter! Das... Damit kannst du einen im See versenken, du. Das ist ein Space Chorus. Halleluja. So, hat auch hier den Stromanschluss. Schnippi. Fummel, fummel. Die Chorus-Effekte sind gerne auch mal Stereo. Da muss man dann gucken, wo man das einsteckt, wenn man nur ein Kabel hat. Und hier Mono, so. Los geht das. Gucken wir doch mal, was der so kann. Gar nicht schlecht, ne?
So, auch hier haben wir Speed und Depth und einen Color-Regler, also genau denselben Kram nochmal. Hier gibt es jetzt auch nochmal so ein Schieberegelchen, der macht Chorus. Machen wir nochmal ein bisschen intensiver und ein bisschen schärfer. Dann haben wir hier Tri. Wow. Klingt ganz geil, finde ich. Ist er jetzt an? Ja. Und dann gibt es noch ein Vibrato, das ist wahrscheinlich. Oh, yeah, baby. Nicht, dass die Ukulele nicht sowieso schon verstimmt wäre. Machen wir mal die Depth ein bisschen weniger. Ihr merkt schon, das ist... Der moduliert so die Tonhöhe ein bisschen. Na gut, das wäre dieses Gerät. Es gibt aber noch zwei weitere Modulationseffekte, die unbedingt genannt werden müssten. Das eine ist der Flanger und das andere ist der Phaser. Und auch der Martin wieder, der krasse Martin, hat mir dieses Ding geliehen. Alter! Da steht drauf, das ist ein Phaser. Wir gucken mal, was der kann. Der hat seine eigene Stromversorgung mitgebracht. Wahrscheinlich bricht jedes Netzteil sofort in Tränen aus, wenn es das sieht. Und ich habe vorher schon mal ein bisschen geguckt, der ist genau andersrum belegt als alle anderen. Ne? Also steckt man so ein, freut sich und denkt, warum kommt nichts? Ja, weil ist... Ah, Brumm, Krach. So. Ach, da müsste ich dann fast ein bisschen größer schalten hier, ne? Weil sieht man ja gar nichts von dem Ding. Warte mal, mach ich mal. Ah, ist egal so. So ist erstmal okay. So, fetter Schalter, knack. Alter, ist das geil. Ist das ein geiles Ding. So, stellen wir erstmal alles auf Mitte. Boah, schon an. So, das ist ein Flanging Sound. Und ich kann jetzt einfach nur die Geschwindigkeit regeln. Und wahrscheinlich, und jetzt kann ich ihn noch ein bisschen schwächer regeln. Und noch ein bisschen fetter. Ein Phaser. Wobei der sehr nach, das ist eher ein Flanger, der klingt sehr weich. Unter einem Phaser würde ich einen sehr viel schärferen Sound verstehen. Und die fabelhafte Katrin Zurborg hat mir noch ein Gerät geliehen. Das ist ein sogenannter Phase Shifter, also ein Phasenverschieber. Das ist, wenn man multidimensionale, ach, ihr wisst schon Bescheid. Im Grunde kann der das alles so ein bisschen. Und der spannende Teil ist, ich habe an dem hier noch diesen Resonanzregler. Ich mache das mal etwas langsamer und etwas tiefer, dass man... Und jetzt kann ich hier noch so ein Pfeifen reindrehen. Ah, und das kann man so richtig, richtig fies schnell einstellen. Es macht auf jeden Fall ziemlich Laune, wie ich finde. So, der hat jetzt hier noch so verschiedene Modi. Oh.
Tochtermodus, finde ich auch geil. Ihr merkt schon, also je intensiver die Effekte werden, desto spezieller sind sie und desto weniger wird man sie wahrscheinlich brauchen. Bei diesen analogen Geräten, da ist es so, dass man natürlich immer, wenn man den Effekt verändern will, dann muss man das drehen. Und wenn man live auf der Bühne einen Effekt wie diesen hier nur einmal braucht, dann muss man, wenn man nachher den anderen braucht, alles wieder so zurückdrehen, wie man es eben haben möchte. Also einfach nur so eine Anmerkung, das ist tatsächlich ein Vorteil der digitalen Multi-Effektgeräte. Da kann man die Werte alle einstellen und sie abspeichern und dann als Preset oder wie das dann auch immer heißt, abrufen. Ja, egal. Also die Modulationseffekte sind immer mit Vorsicht einzusetzen, denn sie führen in der Regel dazu, dass der Klang zwar breit wird, aber sich nicht mehr so gut durchsetzt. Das heißt, wenn ihr wirklich im Hintergrund eine Fläche machen möchtet, ich mache mal die Resonanz ganz weg und die Depth ein bisschen höher und das ein bisschen, das hier fand ich ganz geil, dann ist es einfach so an sich ganz geil, ne? Der wirkt schon für sich, der Effekt. Da braucht gar nicht mehr viel passieren. Was ich damit sagen will, knallt nicht einfach alles sinnlos mit Effekten voll, nur weil ihr sie habt, sondern überlegt euch genau, wo ihr sie verwendet und wie ihr sie verwendet und ob sie wirklich ihren Job machen. Denn tatsächlich, es ist keine Sünde, einen Effekt nicht zu benutzen, wenn es nachher besser klingt. Das habe ich schön gesagt. Wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal oder empfehlt mich weiter, freue ich mich wie ein Keks. Wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche habt, dann haut das runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Sehen wir uns. Tschüss. Ich muss ja so winken. Oder so. So, das will ich jetzt genau wissen, was dieses Ding fegt, Alter. So, Briefwaage. Genau. Ein Kilo. Leck mich am Arsch. Da kriegt der Begriff Heavy Metal gleich eine ganz neue Bedeutung, ehrlich wahr.